Ja, hallo, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach aus meiner neuen YouTuber-Höhle hier. ist noch nicht fertig, aber ja, ich arbeite dran. Genau, es ist an dem Tag, wo dieses Video rauskommt, startet die Aktion 28 Grad, bei vielleicht 28 Grad. Schauen wir mal, auf jeden Fall, was bedeutet das? Ab heute Abend 18 Uhr gibt es für 28 Stunden, also bis Samstag 22 Uhr, gibt es 28%, sensationell viel, auf all meine Kurse. Und ja, also auch auf Sessions, alles Mögliche. Und was musst du dafür machen? Du musst auf Liebeship in der Kopfabwicklung 28 Grad eingeben, ohne Leerzeichen. Und dann geht das los. Also nutzt es, weil es so ein krasser Code ist, haben wir den auch nur für 28 Stunden. Gut, Thema heute ist ja, das Zusammenspiel von Bindungsangst, Verlustangst, Co-Abhängigkeit und den schönen egozentrischen Tendenzen. Also, ja, wie soll man das mal angehen? Also typischerweise füge ich das ja zusammen so, ne? Das heißt, ich sage, okay, der Co-Abhängige ist in aller Regel in der Verlustangst, weil er läuft dem Bindungsängstler hinterher, welcher Art er auch jetzt genau ist. Also das habe ich ja in x Videos in meinen Kursen erläutere ich, das will ich jetzt nicht alles so in die Einzelheiten gehen. Und typischerweise ist der Mensch, der vielleicht egozentrischer drauf ist, vielleicht auch manipulierender, vielleicht auch narzisstischer, ist typischerweise bindungsängstlich im Minuspol, hat vielleicht x Leute am Start oder lässt sich nicht ein oder will sich nicht festlegen oder ich weiß es nicht so. Es gibt aber auch, so ist es meistens, so ist es einfach einfacher zu erklären. Es gibt aber auch sozusagen das Ganze über Kreuz. Also es gibt auch, natürlich, habe ich auch schon ganz viele Videos darüber gemacht, den Bindungsängstler, den Co-Abhängigen, der bindungsängstlich ist. So, warum? Weil er so oft auf die Fresse gekriegt hat, dass er einfach keinen Bock mehr hat, nicht weiter verletzt werden möchte, aber nicht zwingend an seiner Co-Abhängigkeit schon gearbeitet hat. Das ist einfach ein anderer Modus, ne? Nenne ich so Modus 2. Da haben wir auch schon einiges drüber gemacht und da haben wir vielleicht noch nicht so viel drüber gemacht. Es gibt natürlich auch den Menschen, der sehr egozentrisch, sehr manipulativ ist und sich, ja, wie soll ich mal sagen, phasenweise im Pluspol befindet. So, wie kann das aussehen? Ja, wenn du jetzt so ein jemand, der vielleicht narzisstisch ist oder weiß ich nicht, narzisstische Tendenzen hat oder ich weiß nicht was, der ist ja auch sehr bedürftig, sehr auf eine Art, auf eine andere Art, wollen wir jetzt nicht alles vertiefen hier heute, aber wenn du den verlässt, auch vielleicht plötzlich verlässt, ja, da geht ja natürlich auch eine Verlustangst, ne? Deswegen gibt es ja dieses, was man so Hoovering nennt oder ja, weil ohne Zufuhr, also ohne Energiezufuhr kommen die ja nicht gut klar so. Und dann gibt es Menschen, ich will das jetzt gar nicht labeln oder zu sehr vertiefen, aber natürlich gibt es Menschen, die sehr emotional volatil sind, sag ich mal, die also hin und her switchen zwischen allen möglichen Modi aufgrund ihres Bindungsstils, zwischen dann sind sie mal krass verlustängstlich, dann sind sie plötzlich wieder total bindungsängstlich. Und da gibt es Menschen, die aufgrund dieses ja extrem volatilen Bindungsstils oder warum auch immer, weil sie sich das so entschieden haben oder ich weiß es nicht, ja, dennoch ganz stark manipulative Tendenzen haben, so, ne? Will ja jetzt mal extra keine Begriffe heute reinschmeißen, aber ja, also einfach sozusagen manipulativ vorgehen, um ihre Wünsche befriedigt zu kriegen, haben aber nicht dieses, ja, wie soll ich mal sagen, sind eben phasenweise auch sehr verlustängstlich oder sehr wirken sehr verletzlich, zerbrechlich, ich weiß es nicht. Und im nächsten Moment aber wieder, ja, oder man fragt sich dann, war das überhaupt echt irgendwie, wenn man
dann gemerkt hat, was da so gespielt wird. Auch das kann verwirren und es kann jemand sehr pluspolig daherkommen und sagen, ah, ich habe total Verlustangst und du musst jetzt das machen, du musst dies machen und mach das und du musst, ich weiß nicht, ich bin so eifersüchtig, du musst jetzt, darfst keine Menschen des anderen Geschlechts sehen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kann sehr dominant oder auch ja, bis hin zu manipulativ rüberkommen, wenn es einfach nur darum geht, ja, dich in so einen, also dass du funktionierst, dass du halt gefälligst das machst, was du machen sollst, nämlich keinen Ärger irgendwie. Und derjenige, der vielleicht da ein bisschen egozentrischer drauf ist, ja, machen kann, was er will, möglichst ohne damit drin gestört zu werden, sage ich mal. Muss ja alles nicht bewusst sein. Aber ja, natürlich kann auch jemand, der eigentlich so von der Gesamtkonstitution her bindungsängstlich im Minuspol ist, kann phasenweise oder auch plötzlich total pluspolig erscheinen. Das macht es ja gerade so schwierig. Ne? Und ich vertiefe das immer nicht zu sehr, weil das meiner Ansicht nach zu sehr verwirrt auch. Aber ja, also es gibt sicherlich Leute, die denken, boah, was war denn das? Da war ja jemand ganz pluspolig und trotzdem total manipulativ. Und ja, natürlich können auch Menschen, die eigentlich eher co-abhängig sind, wenn man so will, aber auch das wäre extra Video, wenn ich zum Beispiel jemand jetzt nur für etwas jemand mache, um das dann das von dem auch wiederzubekommen. Also wenn ich jetzt für jemand alles Mögliche mache, nur in der Hoffnung, dann kriege ich auch alles Mögliche zurück. Könnte man jetzt auch sagen, ja, aber so die wahre Liebe ist das ja auch nicht oder hat auch vielleicht manipulative Anteile, kann auch sein. Und auch jemand, der gerade komischerweise Menschen, die so mit Co-Abhängigen sind, die sich da rausarbeiten, die so mehr in die aktive Co-Abhängigkeit gehen, können auch ja, phasenweise, weiß ich nicht, total ausflippen, weil diese ganze aufgestaute Wut hochkommt und können dann auch sehr, sind auch dann sehr im Schmerzkörper und kommen dann vielleicht auch krass rüber. Ja, weil natürlich, also auch die pluspoligen Menschen sind nicht die Heiligen, sag ich mal, haben auch, also beide, sowohl Plus als auch Minuspol, wie auch immer man das nennt, haben beide angekratzten Liebeschip, haben aufgrund, wie sie aufgewachsen sind, was weiß ich, ja, ihre Sachen, die sie mit sich rumschleppen. Und das, ja, das beides ist eben nicht in der Mitte und bindungssicher. So. Und wenn dann der Schmerzkörper so richtig angetriggert ist, wenn man voll in diesen Schmerzpunkten rumhängt, dann kracht es halt auch mal so richtig im Gebälk. So, ne? Ja, gut, genau, das wollte ich einfach nochmal deutlich machen heute. Aber wahrscheinlich war das eh den meisten schon klar, nehme ich mal an. Und ja, haut rein bei meinen Kursen und genießt noch den Summer End und wir werden uns bald wiedersehen.